Hallo, ich bin der Bernd aus Portland und das hier ist die Synthi News. Die Synthi News hilft euch beim Musikmachen. Nun, sie macht selber keine Musik, aber wenn du einen Synthesizer hast, dann kannst du die Synthi News über MIDI anschließen und dann schickt die MIDI die Synthi News MIDI Noten an den Synthesizer und der Synthesizer spielt von alleine. Schalten wir doch erstmal die Synthi News ein. Da ist ein Schalter hinten dran. So, durch dieses Geblinke hier sehen wir, dass es eingeschaltet ist. Die Synthi News hat jede Menge Knöpfe drauf. Am allerwichtigsten ist diese hier. Denn nur wenn diese Note hier blinkt, diese LED Note sagt, dann schickt er auch Noten raus. Das sieht man jetzt daran, wenn dieser Schalter hier nicht auf Int steht, blinkt es nicht. Wenn auf MIDI steht, blinkt es auch nicht. Was das heißt, dass er einen internen Generator hat, der Impulse erzeugt. Bei externen und MIDI sind das externe Signale, die sie im Moment nicht bekommt. So, das ist jetzt hier die Clock. Jedes Mal hier, wenn das blinkt, schickt er eine Note raus über MIDI. Ja, wir haben den hier über MIDI angeschlossen. Das geht auch über MIDI über USB. Nur eins zu einer Zeit. Rate hier ist die Geschwindigkeit. Das ist jetzt die interne Geschwindigkeit. Wenn man das über MIDI synchronisiert, kriegt man dann, sagen wir mal, in deiner Audio Workstation oder deinem MIDI-Bus, habt ihr 120 BPM, dann ist das entsprechend hier ein Takt, entsprechend ein halber. Ihr seht, wie jetzt diese LED schneller blinkt. Dann können wir auf ein Drittel machen, dann wird das noch schneller. Von einem Drittel sieht so aus, als ob er nur auf ein Sechstel direkt springt, aber wenn man da ganz fein dazwischen stellt, kann man tatsächlich auch ein Viertel erreichen. Warum das so gedruckt ist, ist eine gute Frage, aber das ist so. Und das Schnellste, was er hier kann, ist ein Achtel und entsprechend kann man dann ja eine schnellere Clock reinschicken, wenn man mehr als ein Achtel Geschwindigkeit braucht. Gut, das ist jetzt die Noten, die Frequenz, nach welcher er die Noten rausschickt. Welche Note ihr jetzt rausschickt, kann man hier definieren. Und zwar unter Key. Ich glaube, das auf Deutsch sagt man nach Skala. Das ist jetzt in C. Die Basisnote ist ein C. Das ist entsprechend, schickt ihr jetzt immer ein C raus. Hier ist übrigens, stellt man ein, ob das jetzt C-Moll ist, C-Dur, alles natürlich in Englisch, weil das in Schottland hergestellt wird. Hier ist also die Skala, die CH steht für chromatisch, Major, also Dur, Minor, Moll und dann entsprechend Blues, Pentatonic, Minor, Whole Tone und dann kann man selber das noch programmieren, was man für Noten in einer Skala drin hat. Dazu kommen wir dann später. So, jetzt schickt er quasi ein C raus innerhalb der chromatischen und da passiert sonst weiter nichts. Erst wenn man hier Random, also Rand steht für Random, hier variiert er jetzt zwischen 1 oder 2 oder 3 Noten aufwärts und abwärts, je nachdem wie man das einstellt. Dieser LFO hier wird von dem hier getrieben. Das sind klassische LFO-Signale. Und auch das hier hat seine eigene Rate. Was dieses LFO macht, es steuert den hier. Wenn der aber auf 0 ist, passiert natürlich nichts. Erst wenn man hier einen Ausschlag einstellt, dann wird entsprechend, ein bisschen zurück auf Sync. Sync ist die interne Zeitgeber. So, jetzt haben wir hier einen, sagen wir mal, Sägezahn. Jetzt machen wir die Rate ein bisschen hoch. So, und dann müsste jetzt eigentlich, müsste diese rote LED blinken. Da. Hier ist also die Rate, wie schnell das Sinus hoch und runter geht. Das sieht man jetzt hier, wie das Licht blinkt, die LED blinkt. Wenn ich das aufdrehe, geht das schneller. Das sind einfach relative Zahlen hier von 0 bis 10. Das ist nur zur Orientierung, das hat keine absoluten Zeitwerte. Bei der internen Zeitgebung muss man halt ausprobieren, was da zeitlich rauskommt. Das ist nicht klar dokumentiert. Wenn man das aber auf Sync macht, dann ist er also quasi das MIDI-Sync. Das sieht so aus, als ob oben MIDI und unten Sync ist. Aber das MIDI-Sync bezieht sich darauf, wenn dieser Schalter nach unten ist, synchronisiert er sich dann über MIDI, über das Zeitsignal von MIDI, also aus der DAW oder eurem Hardware-MIDI. Und wenn man es nach oben stellt, dann ist es der interne Zeitgeber. Da sieht man jetzt auch, man kann auswählen, Sägezahn, dann kann man hier Pulswelle,
geht dann ganz kurz, ne, wenn man das ja aufdreht, merkt man ganz kurz über rechte Quelle, das geht ein bisschen gleichmäßiger, oder die Rampe, ne, das merkt man ganz, dass diese LED viel abrupter blinkt. Dann gibt es hier noch eine, gut, die andere war glaube ich Dreieck, das hier ist die eigentliche Sägezahn. Ja, auch hier gilt, hier sieht man, wie das die Rampe hochfährt und sofort wieder runter. Dann gibt es ein, das sind jetzt zwei zufallsgetriebene, und zwar der hier und der hier. Und der Unterschied ist, das hier ist dieser, was man auf Englisch Drunkard's Walk nennt, also dieses das Brownian Motion, of, und zwar jedes Mal entscheidet er, ob er noch weiter nach rechts geht oder einen Schritt nach links, und dadurch hat man dann den Lauf eines Betrunkenen, der im Durchschnitt geradeaus läuft, aber ab und zu mal ein bisschen nach links und dann rechts ausschwankt, während hier absolut zufällig die Werte, die sind also ganz abrupt, mal hier, mal da, gegenüber dem so ein bisschen, das klingt dann mehr so dieses Geleiere wie bei Analog-Synthesizern, das mal hier, mal da, aber im Durchschnitt hält er so die Note, wobei das sich hier auf die Mini-Noten bezieht. So, was dieser LFO jetzt macht hier, gehen wir mal zurück auf so hoch und runter, ne? Innerhalb dieses Bereiches, also sagen wir mal hier zwischen zwei Noten, stellt man das dann auch wieder random aus, die konkurrieren so ein bisschen miteinander oder komplementieren sich. Der geht also jetzt hoch und runter hier, innerhalb dieses Bereiches. Das heißt, wenn ich die Grundnote C habe, wobei noch Grundnote hier, das ist die quasi die Oktave, das stimmt nicht ganz überein mit C3, C4, aber hört man ja dann, was hier gespielt wird, im 3er, 4er, 5er Bereich. Hier oben wird es dann unhörbar. Ich habe das meistens zwischen 2, 3, 4 und 5. Das ist jetzt die Oktave, also C, sagen wir mal 4. Und da geht er jetzt zwischen dem C, D, E, innerhalb der chromatischen Skala, in der Oktave hoch und runter. Entsprechend würde er hier einfach von C auf das E hüpfen und hin und her bei der Geschwindigkeit. Hier würde er zwischen allen möglichen Werten, zwischen C und dem E, die ganzen das ja chromatisch ist, kann er auch schwarz und die weißen Tasten hin und her hüpfen. Dann kann man obendrauf noch diesen Zufallsbereich, also plus minus zwei Noten hoch und runter rein zufällig, völlig unabhängig von hier. Den kann man also hier auf ganz langsamer Rechtecksfälle haben und dann wird er trotzdem innerhalb der Zeitgebung, und zwar innerhalb dieser Zeitgebung hinterher springen. Das Audio ignorieren wir mal, das hat damit zu tun, dass man auch hier das Mikrofon eingebaut, man kann das über Audio steuern. Dazu ist dieser externe Schalter. Na, wenn ich jetzt hier hinten drauf klopfe aufs Mikrofon, seht ihr, wie die grüne LED blinkt, die ist also direkt korreliert. Gibt es auch eine Sensitivität hier. Wenn ich das ganz sensibel einstelle, reagiert er auf meine Sprache. Hallo! Seht ihr? So, das schalten wir mal wieder aus. Schalten wir wieder zurück auf intern. So, was haben wir noch? Wir haben hier die Notenfrequenz, wie oft eine Note anschlägt. Man kann auch einstellen, Accent. Das ist also, was man auch als Velocity kennt, also die Intensität des Anschlages. Schalten wir das mal hier kurz. Da kann man hier einstellen, wie viel Anschlagsdynamik er hat. Also hier ist Maximale, das ist jetzt statisch. Wenn ich das hier einstelle, ist das so die Basis, dass jede Note, die hier angeschlagen wird, mit dieser eingestellt wird. Und das kann man natürlich dann auch entsprechend random machen oder aber auch wieder mit dem LFO verknüpfen. Wenn man jetzt ein Arpeggio hoch und runter macht, kann man sagen, gut, ich mache hier einen Sinuskurve und dann geht, wenn es niedrig geht, wird es leiser, hoch geht, wird es lauter oder andersrum. Und dann kann man obendrauf nach derselben Logik hier noch einen Randomize, also einen zufälligen Wert obendrauf legen. Das heißt, wenn der hier auf Basis ist, macht er komplett zufällig die Anschlagsdynamik, ne? Accent. So, Audio ist auch wieder, das ist die gleiche Logik hier, dass das Audio mit, dass der Audiopegel mit beeinflussen kann, wie anschlagdynamisch es ist. Ja. Offset hat man schon. Quantize ist, wie viel verschiedene das Raster. Also hier ist quasi unendlich und hier ist, es gibt nur zwei Werte, zwischen denen er zufällig hin und her springt. Oder also vielmehr die Werte von der Anschlagsdynamik. Also 1 ist on or off, 2 sind dann im Grunde genommen 0, 1 und 2. Und hier hat man dann bis zu 10, das sind nicht 10 Schritte, sondern es ist dann quasi unendliche Auflösung, 127 bei MIDI. Ne? Length ist dann
Wenn das die Anschlagsfrequenz hier ist, dann ist die, wie lange die Note gehalten wird, also die Duration. Das lässt sich auch hier wieder als Basiswert einstellen, also sehr lang. Und das ist jetzt interessant, die Länge, wie die Note gehalten wird, aber das hier, Rest, ist ja, wie lange Pause dazwischen ist. Der macht dann tatsächlich auch, er überspringt dann die Noten hier rauskommen. Also es ist so ein bisschen unklar hier, dass der Rest ja eigentlich nicht Verzögerung zwischen den hier gespielten Noten, sondern ist dann einfach leiser, obwohl hier Noten gespielt werden. Da werden also tatsächlich Noten auch ausgelassen, wenn das wichtig ist. Das ist insofern wichtig, wenn man Arpeggio da spielt, sieht dann aus wie random Rumgehüpfe, wenn man eigentlich ein Arpeggio spielen will. Und dann ist dann noch ein kleiner Bug in meiner Version, ab nach 8 hört er komplett auf, Noten zu spielen. Das ist also, ab 8 ist dann unendlicher Rest, da wacht er nie wieder auf. Hier auch wieder die gleiche Logik, er setzt halt hier in diesem Bereich variiert er randommäßig, zufälligsmäßig, über wie lange hier der Offset ist, wie lange die Note gehalten wird. Also Note gehalten, hier lässt sich das auch wieder quantisieren. Auch wieder ein bisschen die Logik umgekehrt wie hier. Hier geht es von 1 bis 10. Nebenbei, meine Maschine ist Seriennummer, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, Seriennummer 11, das ist das 11. Stück, das war der erste Batch. Das heißt, gerade mit dem Aufgedruckten, ich kriege zwar Firmware-Updates, die die Software-Bugs beheben, aber so mit dem Aufgedruckten, das kann man halt nachdrücklich nicht ändern. Von daher, hier zwei Werte bis zu 64, also 64 Takten quasi, dass er das hält, obwohl das, glaube ich, auch nicht direkt korreliert. Hier auch wieder die LFO vom LFO beeinflusst, die LFO beeinflusst, wie lange eine Note gespielt wird. Hier kann man das also über Zyklus steuern oder eben random oder was auch lustig ist, random und random. Das ist eigentlich so die Stärke des Synthemuse, zufälliges Zeug auszuspucken. Also es ist tatsächlich ein Zufallsgenerator drin. Das ist also kein Computer, die keine echten Zufallszahlen erzeugen können, sondern da ist ein richtiger Zufallsgenerator drin, der, glaube ich, auf einer Logik basiert, von der digitalen Kamera den CCD-Sensor in eine Schachtel einschließt, wo es total dunkel ist, dann macht er so diese zufälligen Quantensprünge und da kommen dann Zufallszahlen raus, wenn man das umwandelt. So, was haben wir sonst noch? Wir sind also durchgegangen. Hier ist der Impulsgeber für die Noten. Hier ist der LFO quasi, den man dann entsprechend verbinden kann mit Pitch, also Tonhöhe. Die Noten. Und das sind eigentlich immer Noten. Also man kriegt hier keine zufällige wie beim analogen Synthesizer mit Oszillator. Das ist, sind immer Noten, die da gesendet werden. Das ist ja MIDI. Von daher schickt er keine Frequenz, also einen Pitch raus, den man dann in Oszillator schickt, sondern das sind immer MIDI-Noten, die er rausstellt. Das ist also innerhalb einer Skala. Wie gesagt, da kann man hier eigene Skalen generieren, wenn einem die hier nicht passen. Und dann hatten wir Akzent, das ist also Velocity-Kontrolle. Man kann einen Basiswert einstellen, der statisch ist, oder man kann das entsprechendes LFOs hoch und runter gehen lassen. Dann die Notenlänge, wobei Ausnahme hier ist Rest, also die Pause dazwischen, wobei der einfach nur nichts spielt. Die Noten hier rauskommen einfach unterdrückt, wenn man hier Rest hat. Der letzte Teil, den wir noch nicht hier angesprochen haben, ist hier unten. Ich selber benutze den nicht viel, da ich in der digitalen Audio Workstation arbeite. Da kann ich das hier alles abspeichern. Wenn man aber nur mit Hardware arbeitet, nicht analog, sondern mit MIDI-Hardware, dann ist es nützlich, dass man hier abspeichern kann, diese, sagen wir mal hier, wer hat jetzt was gespielt, und dann kann ich hier festhalten. Oh, man muss Store festhalten und dann, da seht ihr, ich benutze das nicht so oft. Ja, jedenfalls kann man das abspeichern hier unter verschiedenen Programmen, also hat bis zu 4 Programme. Und man kann also auch hier, so wenn das jetzt hier auf On ist, dann spielt er jeweils ab, was da gespeichert ist. Man kann hier automatisch, ohne das zu speichern, jeweils immer die letzten 8 oder 4, also sagen wir mal, ich lasse das eine Weile laufen, das läuft jetzt frei, gemäß dieser Logik hier. Und so wie ich das hier mache, spielt er automatisch, der speichert wohl immer die letzten 32 gespielten Noten ab. Und hier kann ich es einstellen, wo er loopt. Nach dem Motto, spiele nur die letzte Note, die letzten 4, die er also hier automatisch gespielt hat, die letzten 8, die letzten 12, bis also die letzten 32, genauso wie er zufallsgeneriert. Und dann kannst du von hier aus, glaube ich, vielleicht speichert er das jetzt. Von hier aus kannst du das dann eben speichern und wieder abrufen später.
Das ist also ganz praktisch für Leute, die nicht mit digitaler Software arbeiten, sondern direkt nur mit Hardware. Da kann man also in der Maschine selber diese Pattern abspeichern. Ich glaube, der hat einen NV-RAM, dass er tatsächlich das auch abspeichert. Wie gesagt, ich selber benutze dieses Feature nicht. Denn wenn man digitale Audio-Workstation hat, dann kann man das ja dort abspeichern, die Noten. Wie gesagt, der speichert ist ja nur Mini-Daten, es ist ja kein Sound. Das Gerät selber hat also keinerlei Soundausgang. Gut. Man kann hier ein externes Audio anschließen, also externes Mikrofon oder auch Line, also eine andere Soundquelle. Und da ist zwar ein Audioausgang, das ist aber einfach nur, um das durchzuschleifen. Das ist also, das Gerät selber trägt da keinen Sound dazu bei, sondern das Signal, was hier reingeht, kommt hier wieder raus. Daisy Chaining, ne? So, ja, auch im Übrigen, wir haben das jetzt kurz alles durchgegangen. Im Übrigen wollte ich nochmal zeigen, wie das da hinten alles korrekt komplett aussieht. Hier, Made in the UK, das ist aus Schottland. Seriennummer ist hier, ist die Nummer 11. Werden das Mikrofon. Was ich noch nicht gesagt habe vorhin, dieser Sound, was man da reinschickt, wird quantisiert. Also, wenn du da eine Tonhöhe hast, die da erkannt wird, dann wandelt das in Noten um. Das war eigentlich der Sinn, nicht nur den Pegel aus, also einen Impuls zu schicken, sondern auch zu versuchen, dem eine Note zuzuordnen, was also Hit and Miss ist. Ja, da gibt es bessere Möglichkeiten. Das Audio habe ich gerade gesagt, Eingang, Ausgang, also Eingangs. Schalte das hier ab, dann hat man hier den Power-Button on off. Hier, weiß ich jetzt gar nicht, die Spec könnt ihr auf der Webseite sehen. Irgendwas mit 8 Volt oder 12 Volt. USB ist also End oder Weder. Entweder hat man MIDI oder USB. Wenn man USB angeschlossen hat, ignoriert er MIDI. Und da gab es mal einen Bug, wenn man mit MIDI hochgefahren ist, hat es irgendwie nicht geklappt. Aber das ist, wie gesagt, da gibt es Firmware-Updates. Der hat so SysX-Packages. MIDI out. Geht also out von der Synthimus in das Gerät, was gespielt wird. Man kann aber auch MIDI in, eben um das Tempo für die Synchronisation zu bekommen und auch wenn man seine eigenen Skalen definiert. Ja, dieser Bereich hier, wenn man Random User, dieses Random User, die Informationen für diese Noten kommen eben durch MIDI in. Sowas muss man da auf dem MIDI-Keyboard drücken. So, und dann noch was Besonderes hier. Diese vier Löcher, die man hier sieht. Das, wie gesagt, meins war einer der ersten 11. Das war damals, gab es als Feature noch nicht, aber der Gary aus Schottland, der diese baut, der das erfunden hat und baut, hat mittlerweile auch einen Analog. Also diese vier Löcher sind quasi, das seht ihr bei ihm auf den Videos, belegt mit Control Voltage, Steuerspannung und entsprechenden. Ich mache keine analogen Modular, ich kenne mich da nicht so aus, aber offensichtlich kann man das jetzt mittlerweile auch. Gibt es eine Version, die das über Modular, analog, über Steuerspannung ansteuert, anstatt MIDI. Das scheint ganz praktisch zu sein für Leute, die in dem Bereich tätig sind. So, das war's erstmal. Bis später.